Wir müssen in die Selbstkritik kommen, wir müssen wieder mutig sein. Wir brauchen lebendige Seelen und starke Herzen. Und ich bin mir sicher, in Fulda gibt es da ganz viele. Ihr müsst nur in euch gehen und euch hier anschließen. Wir werden ausgeraubt, wir werden verarscht. Unsere Regierung nimmt uns unsere Freiheit und raubt uns unsere Frieden. Alle Unternehmen, die zerstören unsere Gesundheit, unser Bildungssystem, unser Schulsystem, die Universitäten, raubt uns unser Wissen. Unsere Presse verdreht die Wahrheit und ignoriert, was wirklich hier draußen passiert. Ja. Unsere Kirche zerstört unsere Moral. Unsere Banken zerstören unsere Wirtschaft. Wann gehen die Fuldaer auf die Straße? Erst wenn es zu spät ist, erst wenn ihr dann sagt, wir haben es von nichts gewusst. Aber ich habe zuletzt ein Interview gehört vom General Douglas MacGregor. Da wurde gefragt, warum sind die Leute nicht auf die Straße? Da hat er gesagt, das war wie bei der Französischen Revolution. Da ging alles, der Bach 120 Jahre schon vorher, sie sind nicht auf die Straße. Erst als wirklich galt, da ging es nämlich wirklich um das nackte Überleben. Wir müssen den Schneeball zertreten, solange es noch ein Schneeball ist. Wenn der Schneeball erstmal eine Lawine ist, dann kann diese Lawine kein Mensch mehr aufhalten. Diese Lawine stoppt erst, wenn die Lawine alles unter sich begraben hat. Also wann kommt ihr in den Widerstand? Wann schließt ihr euch an? Wann sprecht ihr mit eurem Nachbarn, dass ihr vielleicht auch eine andere Ansicht habt? Wann traut ihr euch das? Geht mal in die Zivilcourage. Zivilcourage ist verdammt wichtig. Aber wie Helmut Schmidt mal gesagt hat, wo die Zivilcourage keine Freiheit hat, reicht die Freiheit eben nicht weit. Macht mit, geht in Widerstand, zeigt unsere Regierung, wo die rote Linie ist. Wir sind bei euch und unterstützen euch. Wir gehen diesen Schritt für euch vor und wir zeigen euch, es ist möglich. Und wir zeigen euch auch, dass es möglich ist, indem wir Widerstand, diese Impfpflicht gestoppt haben, den digitalen Pass. Wenn ihr meint, die wenigen können nicht die Welt verändern, muss ich euch sagen, Margaret Mead hat gesagt, doch, es waren immer die wenigen, die die Welt verändert haben und im Grunde war es nie anders. Also, kommt mit uns, seid einfach auch mal Mut, aber ich verstehe, die Nachbarn schauen auf euch, wir können ins Gerede kommen, aber ist das nicht mal langsam scheißegal, den Nachbarn zu gefallen? Was meint ihr, wie viele tolle Freunde ihr bekommt, die wirkliche Werte hochhalten für euch, für uns, wenn ihr mal ehrlich seid, wenn ihr zu euch selber steht und für die Wahrhaftigkeit. Wir stehen hier für die Wahrhaftigkeit, wir laufen hier für den Frieden, wir laufen hier für die Menschheitsfamilie und wir laufen hier für die gesamte Welt. Und wisst ihr, welche Gemeinsamkeiten wir haben? Wir Menschen sind alle gut. Wir wollen alle im Frieden, in der Liebe und in der Selbstbestimmung leben. Und wir leben alle gemeinsam auf dem gleichen kleinen Planeten. Wir leben und riechen und atmen alle die gleiche Luft. Und wir wollen alle, dass unsere Kinder und alle Kinder auf dieser Welt eine lebendige Zukunft haben und eine lebenswerte Zukunft. Und was ganz grausam vielleicht Heino hat er gerade bekommen. Wir werden alle sterben. Also lasst uns doch zusammenhalten. Lasst uns in der Liebe sein. Lasst uns untereinander wertschätzen. Lasst uns diese Zeit damit verbringen, was für uns wichtig ist, was wir auf diesem Planeten hinterlassen wollen, was wir überliefern wollen, was wichtig ist. Und wichtig ist bestimmt nicht der Mammon. Wichtig ist bestimmt nicht das neueste Handy oder das neueste Auto oder der nächste Urlaub. Wichtig ist die Menschlichkeit. Die Menschlichkeit ist doch die Krankheit, an der die Menschen sterben. Fehlende Menschlichkeit, an dem sterben die Menschen. Daraus resultieren ganz viele Krankheiten. Die Angst auf dieser Welt, das ist der wirkliche Virus.
Die Angst ist der Virus. Lasst uns aus dieser Angstspirale heraustreten. Was schadet uns wirklich? Fehlende Herzlichkeit, Ignoranz. Ignoranz, fehlende Menschlichkeit. Hier! Nur! Hier! Nur! Die Liebe an diesem Planeten ist nur die Liebe. Wir brauchen lebendige Herzen und mutige Seelen. Und hier eine Änderung herbeizuschaffen. Und die Änderung muss bei uns selbst anfangen. Sei du die Veränderung, die du für diese Welt dir wünschst. So hat es Gandhi formuliert. Und es war schon immer so, dass die größte Reform auf dieser Welt immer bei sich selbst begonnen haben. Danke fürs Zuhören.